Hallo Leute, heute möchte ich euch einmal einen Vergleich zeigen, wie ein Flug in der Cessna 150 über den Flugplatz Merzbrück in der Platzrunde mit dem Simulator das Biest aussieht und wie er in echt aussieht, weil ich parallel ja dazu auch gerade, wie bekannt, meinen Flugschein mache und meine ersten Platzrunden, Landungen und so weiter erfolgreich absolviere. Ja, und wir schauen uns einfach mal an, wo sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten. Also viel Spaß dabei. Da wollen wir jetzt mal das Triebwerk anlassen. Beacon einschalten. Landelicht wird eingeschaltet. Und dann können wir losrollen. Natürlich erfolgt in der Realität der Check-up vor dem Start schon deutlich aufwendiger, aber das möchte ich euch hier in dem Video mal ersparen. Somit rollen wir als erstes mal vom Westflughangar, vom Vorfeld auf den Rollweg oder auf den Taxiway. Wir starten heute von der Startbahn 07, das heißt, es geht Richtung Eschweiler, so in etwa nordöstlicher Richtung raus. 07 bedeutet etwa 70 Grad auf dem Kompass. So, was man hier sehr schön sieht, links oben natürlich der Flugsimulator, der Flughafen Merzbrück, also Echo Delta Kilo Alpha, ist sehr gut nachgebaut, wie ich finde. Man findet hier sehr viele Details, auch rechts, wenn man jetzt sieht, hier die Gebäude sind sehr gut nachgemacht. Aber natürlich fehlen so ein paar Details und auf der anderen Seite sind hier auch ein paar Details hinzugefügt worden, wie zum Beispiel hier die Beschilderung für die verschiedenen Taxiways, die an sich ganz praktisch sind, denn wenn man sich auf dem Flughafen nicht auskennt, ja, dann weiß man erstmal nicht so richtig, wo man hinrollen soll. Rechts unten seht ihr jetzt hier in dem Fenster die Aufzeichnung vom Vorflight. Vorflight ist eine professionelle App, die auf dem Tablet läuft und die man beim Flug mitführt, die so eine sogenannte Moving Map hat und ganz, ganz viele Informationen, Flugplanung und so weiter bereitstellt. Und das Coole ist, man kann dieses Vorflight auch mit dem Microsoft Flugsimulator koppeln. Das heißt, die Bilder, die ihr hier rechts unten seht, die Auswertung des Fluges, den wir hier gleich machen werden, die kommt tatsächlich aus dem Flight Simulator. Die gleichen Aufzeichnungen habe ich natürlich auch von den echten Flügen mit der Cessna 150. So, jetzt sind wir unten am Ende des Taxiways angekommen. Wir drehen jetzt hier die Maschine in den Wind, um hier einen Run-Up-Check zu machen. Das heißt also, jetzt werden hier die Magnete gecheckt. Dazu wird etwa 1700 Umdrehungen eingestellt auf der Drehzahl. Und dann werden die beiden Magnete getestet, also das heißt, es wird einmal von Both auf den linken, dann wieder zurück, dann wieder auf den rechten und dann wieder zurückgestellt. Und dabei muss die Drehzahl leicht abfallen. Zusätzlich wird die Vorwärmung gecheckt, ob die reagiert. Auch da gibt es einen Leistungsabfall. Man schaut, ob der Öldruck in Ordnung ist. Und hier würde man jetzt auch das Departure und Emergency Briefing machen, was wir uns hier an der Stelle jetzt auch sparen. Also das Video ist ein bisschen geschnitten, weil es dann doch sehr lang wird. So, und jetzt rollen wir wieder zurück in Richtung Rollhalt. Das heißt also, wir müssen jetzt auf dem Funk beobachten, ob Maschinen hinzukommen. Ihr seht, dass das geschnitten ist. Hier sind in der Zwischenzeit zwei weitere Maschinen angerollt, die jetzt auch ihrerseits wiederum ihren Checkup machen. Und wir müssen jetzt bis zu dieser gelben Linie vorrollen. Das ist der Rollhalt. Da überprüfen wir jetzt zum einen, ob wir im Queranflug eine Maschine sehen, im Gegenanflug vielleicht noch, ob die weit genug entfernt ist. Wir hören die ganze Zeit den Funk mit, ob sich ein Pilot anmeldet. Und dann melden wir selber, dass wir auf die Piste rollen. Also der Funkspruch wäre dann Delta Echo Whiskey Alpha Delta rollt auf Piste 07 zum Start. So, und wenn wir dann die Maschine ausgerichtet haben, dann geben wir Vollgas und so etwa bei 60, 65 Meilen rotieren wir, das heißt, wir ziehen dann ganz leicht am Höhenruder. Man sieht es jetzt hier schön, dann hebt zuerst das Bugrab ab und dann geht die ganze Maschine entsprechend in die Luft. So, und was die erste Herausforderung jetzt ist, ist schon die Maschine gerade halten, weil durch den Propeller gibt es ein Moment, was auf das Flugzeug wirkt und das will ständig, dass das Flugzeug nach links wegdriften
will. Deswegen steht man hier eigentlich fast konstant leicht im rechten Seitenruder. Und das ist gerade so als Anfänger nicht ganz einfach, das Ding überhaupt gerade in der Verlängerung der Flugbahn zu halten. Das sieht man auch sehr schön hier rechts unten in der Darstellung Vorflight von den drei Linien, die wir hier gleich abfliegen. Also das ist natürlich die Aufzeichnung, die wir da schon sehen. Man sieht also, dass ich da die Platzrunde nicht immer sauber treffe, sondern auch mal sehr kreativ ein paar Meter links und rechts abweiche davon. Das gleiche gilt dann auch für die Höhe, die man jetzt hier auch rechts eingeblendet sieht, rechts oben. Das ist die Live View mit einer Garmin Verb gemacht und die Fußanzahl, die ist schon recht genau. Die ist vom GPS, stimmt also mit dem, was wir in echt fliegen, ziemlich genau überein. Und tatsächlich habe ich auch mal versucht, hier mit dem Flugsimulator diesen Flug nachzufliegen und die gleichen Abläufe zu machen. Wir fliegen jetzt hier über die A4, links unter uns ist der Rasthof Propsteier Wald oder Aachener Land, den wir da als Orientierung haben. Und jetzt fliegen wir hier auf ein ehemaliges Gelände der belgischen Streitkräfte zu, da ist mittlerweile ein Gewerbegebiet. Daran orientieren wir uns und dann drehen wir ein zum Gegnerflug. Da wäre jetzt der Funkspruch Delta Echo Whiskey Alpha Delta, dreht ein zum Gegneranflug auf Piste 07, und zwar den rechten Gegner. Weil wir heute in der rechten Platzrunde sind. So, und jetzt orientieren wir uns an der Autobahn rechts unten A4. Die fliegen wir jetzt bis kurz hinter das Aachener Kreuz ab. Man sieht hier, die Vegetation ist schon sehr gut nachgeahmt. Stimmt nicht immer alles komplett, hundertprozentig logischerweise. Nicht überall ist die Waldfläche und die Weidenflächen exakt nachgebildet, aber die Autobahn, die ganzen Straßen als Orientierung, die sind schon sehr präzise. Auch das Wetter spielt mit. Wir sehen hier, wir haben jeweils sowohl in Real wie auch im Flight Simulator eine leichte Bewölkung, die uns aber hier nicht wehtut, weil sie hoch genug ist. Das heißt, wir kommen mit unserer Cessna in der Platzrunde nicht in den Bereich der Wolken, denn das dürfen wir nicht. So, jetzt sind wir schon im Bereich, wo wir Leistung zurücknehmen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir mit dem Fahrtmesser in den weißen Bereich reinkommen. Nur in diesem Geschwindigkeitsbereich dürfen wir die Klappen setzen, die wir jetzt gleich für die Landung brauchen. Sieht man nachher auch nochmal schön in der Einstellung. Und jetzt geht es eben in den Queranflug. Also auch hier wird jetzt wieder gemeldet, Delta Echo Whiskey Alpha Delta dreht ein zum rechten Queranflug auf Piste 07. Und jetzt geht es hier über das Gewerbegebiet Aachener Kreuz. Und für uns ist hier immer rechts dieser Mobilfunkmast die Orientierung. Den lassen wir hier in dem Fall rechts liegen und gehen jetzt in den Sinkflug über. Und jetzt muss man im Prinzip so ein Zusammenspiel machen zwischen Geschwindigkeit, den Klappen, der Höhe. Und man hat jetzt als Pilot ganz rechts oben den Flugplatz schon im Auge, den man hier auf dem Video noch nicht so gut sehen kann. Das heißt, man peilt jetzt die ganze Zeit optisch, ist man zu hoch oder zu niedrig zur Landebahn und dreht jetzt entsprechend hier auch an so ein paar Landmarken, wie hier diesem kleinen Wäldchen, dreht man jetzt auf die Verlängerung der Landebahn ein. Jetzt können wir uns das mal hier ein bisschen genauer angucken. Das heißt, wir sind jetzt bei 900 Fuß, wir kommen, Landeplan ist etwa auf 623 Fuß, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das wird alles nach optischem Eindruck gemacht, das heißt, wir schauen jetzt nicht mehr auf ein Höhenmesser, sondern man schaut jetzt, passt das mit dem Aufsetzpunkt oder passt es nicht. Und in dem Fall passt es nicht. Ich bin hier sowohl real wie auch im Flugsimulator zu weit links von der Linie. Und dann haben wir gesagt, okay, neuer Versuch, wir starten durch, wir machen hier keinen Touchdown. Und das bedeutet eben durchstarten, erstmal Vollgas geben, da bäumt sich die Maschine auf. Mein Fluglehrer sagte an der Stelle immer, das muss ich vorher wissen und dementsprechend schon vorher handeln, dass sie sich nicht so stark aufbäumt. Leichter gesagt als getan. Die Vorwärmung wird wieder zurückgenommen, damit wir volle Leistung haben und Schritt für Schritt werden jetzt auch die Klappen zurückgefahren. Macht man alles nicht in einem Schlag, weil dann die Maschine erstmal durchsacken würde. Und ihr seht auch jetzt hier sehr schön, sowohl an dem rechten Bild wie auch an dem Pfad im ganz recht unteren Animationsfenster, da bin ich deutlich zu weit links von der Verlängerung. Das hat dann also wieder Schimpfe vom Fluglehrer gegeben, zu Recht natürlich.
So, jetzt rennen wir wieder mit einer Rechtskurve ein Richtung Probstheimer Wald. Und man kann jetzt mal sehr schön sehen, wie hier auch der Simulator, das Biest, das Ganze mitmacht. Also zum einen arbeiten hier die vier Aktoren, die kippen jetzt das ganze Cockpit nach rechts, weil wir eine Rechtskurve fliegen. Das heißt, das ist in etwa analog zum Querruderausschlag. Das heißt, das ist entsprechend das Rollen des Flugzeugs, was hier dargestellt wird. Und man sieht, ich muss zum Ausleiten der Kurve das Querruder wieder nach links bewegen. Jetzt nehme ich schon ein bisschen Leistung zurück, damit ich jetzt in der Höhe nicht gleich überschieße, weil wir die Platzrunde mit 1500 Fuß fliegen sollen. So, also das heißt, wenn ich diese Höhe jetzt erreicht habe, werde ich die Nase ein bisschen runternehmen, Leistung ein bisschen reduzieren. Und dann sind wir für einen kurzen Moment sozusagen in der Reiseflugkonfiguration unterwegs. Und dann geht es aber auch schon wieder in der Rechtskurve wieder in den Gegenanflug. Genau das gleiche Spiel. Also das heißt, wir sind jetzt hier gerade über Probstheimer Wald geflogen und fliegen jetzt wieder parallel zur A4 in Richtung Autobahnkreuz Aachen. So, und jetzt reguliere ich hier zum Beispiel ein bisschen die Leistung zurück, weil wir jetzt nicht mehr steigen wollen. Im Gegenteil, ich möchte jetzt gleich wieder Geschwindigkeit abbauen. Das ist auch ein Lerneffekt, den macht man eben nicht alleine durch den Gashebel, sondern vor allen Dingen, dass man die Nase hochzieht, um Geschwindigkeit abzubauen, weil im Moment werden wir so etwa 120 Meilen in der Stunde fliegen. Das ist gleich wieder für die Klappen zu schnell. So, und man sieht auch hier unten in dem mittleren Animationsfenster, wir sind gerade etwa auf den 1500 Fuß. Das sollte dann an sich so ein Plateau ergeben und nicht nur so eine Toblerone-Bergspitze. Ja, und auch da wieder bin ich bei der ein oder anderen Platzrunde etwas vom Kurs abgewichen. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter raus. Vorher war die Runde schon ein bisschen abgekürzt. So, jetzt sieht man auch, ich bin jetzt mittlerweile auf 1650 Fuß gewesen, also wieder einen kurzen Moment nicht aufgepasst und schon geht die Höhe hoch, gibt wieder Schimpfe. So, und jetzt muss ich mit reduzierter Leistung und Geschwindigkeit wieder in den Queranflug einkurven und jetzt beginnt der Sinkflug. Und wir sind natürlich jetzt deutlich höher als zuvor und jetzt muss man halt schauen, passt das vom Geschwindigkeitsbereich. Da sind wir jetzt eher am Ende des weißen Bereichs, das heißt, Klappen dürfte man jetzt hier nicht oder nicht voll ausfahren. Müssen wir also abwarten, bis die Geschwindigkeit in dem Fahrzeugbereich weiß ist. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt kann man langsam beginnen mit Klappen. Wir fahren die dann in Stufen von 10, 20 und 30 Grad entsprechend aus. Ja, und damit reduzieren wir zum einen Geschwindigkeit, erhöhen aber auch den Auftrieb, sodass wir langsamer fliegen können, was wir gerade beim Landeanflug machen wollen. Ja, und jetzt kommt das von der Höhe schon deutlich besser aus. Jetzt schauen wir mal, ob die Landung auch tatsächlich einigermaßen mal auf der Mitte der Landebahn erfolgt. So, und tatsächlich ist der Effekt nicht nur optisch sehr identisch zwischen dem, was ein Flight Simulator und eine echte Maschine liefert, sondern auch tatsächlich die Bewegungen. Es wackelt ähnlich stark, wenn es entsprechend windig ist. So, und jetzt kommt der Abfangbogen und der passt jetzt mal deutlich besser, auch wenn wir immer noch nicht auf der Mittellinie sind. Mittlerweile kriege ich das schon deutlich besser hin, aber das sind halt jetzt Aufnahmen von den Versuchen, wo es noch nicht so das Gelbe vom Ei war. Aber ich habe gelernt, Piloten sprechen von einer guten Landung, wenn man nach der Landung das Flugzeug auf eigenen Beinen verlassen kann, von einer sehr guten Landung, wenn das Flugzeug danach auch noch zu gebrauchen ist. Von da aus habe ich bisher nur sehr gute Landungen hingelegt. So, und auch jetzt sieht man direkt wieder im Schattenwurf so ein bisschen, ich gehe schon wieder leicht links aus der Verlängerung der Piste heraus. Das sind also Dinge, die ich noch stärker beachten muss, um tatsächlich den Kurs noch genauer zu halten. So, und jetzt geht es in die dritte und letzte Runde rein. Also das heißt, gleiches Spiel wie eben auch. Wir steigen wieder auf 1500 Fuß und drehen dann nach rechts ein.
voraus sehen wir schon rechts voraus wieder den Rastplatz Probsteier Wald. Und man sieht es jetzt hier in den Bildern nicht so gut, da müssten wir mal eine Kurve Richtung Weißweiler fliegen. Ich habe mir also sehr viel Mühe dabei gegeben, tatsächlich auch den Rauch von Weißweiler in den Flugsimulator reinzubekommen, weil das tatsächlich eine Landmarke ist, die weithin sichtbar ist und für uns eine prima Orientierung ist. Von da aus bin ich gar nicht so begeistert, wenn die Kohlekraftwerke irgendwann mal abgeschaltet werden, weil uns da tatsächlich eine Orientierungshilfe fehlt. Voraus kann man jetzt hier in der Auflösung relativ schlecht erkennen, ist auch der Sender Donnerberg jetzt zu sehen. Großer Pin, der da in Stolberg steht. Und dieser Funkmast ist für uns zum einen ein Hindernis, über das wir natürlich drüber fliegen müssen. Auf der anderen Seite ist es aber eine sehr gute Orientierungshilfe, weil das wieder eine Landmarke ist, weil wir ja ständig nach Sichtflugregeln fliegen. Was kann der Simulator gut, was kann er nicht gut? Also, ich glaube, an die Grafik kann man einen Haken dran machen. Das funktioniert und auch hier die Bewegungen beim Kurvenflug kann man sehr gut simulieren. Das heißt, das gesamte Cockpit kippt auf der einen Seite nach der entsprechenden Richtung, wo das Flugzeug sich hineigt. Den Steigflug, den Sinkflug und so weiter, das Nicken quasi kann ich damit simulieren. Zusätzlich habe ich ja noch unter dem Sitz die Next Level Racing Motion Plattform V3, die den Sitz kippt. Die stelle ich natürlich nicht allzu stark ein, weil die mich ansonsten ja auch vom Höhenruder nach hinten ziehen würde. Das hätte dann eher nur den Effekt, dass man dann den Looping schlagen würde, wahrscheinlich, wenn man dann zu stark am Höhenruder zieht. Das reduziert man also etwas, aber zusätzlich gibt mir halt auch noch dieser Sitz ein Feedback. Das Gieren, also das heißt der Einsatz vom Seitenruder, den merke ich tatsächlich über das Traction Loss System. Das heißt, der gesamte Cockpitwagen wird seitlich hin und her bewegt. Ich habe einen Buttkicker drin, der mir die Motorvibration in den Hintern überträgt. Das funktioniert auch sehr gut. Was wir halt nicht gut simulieren können, sind die G-Kräfte, die im Kurvenflug auf den Körper wirken. Hat, ganz schnell, selbst mit so einer kleinen Cessna, wenn man entsprechend eine steile Kurve fliegt, das 1,4 bis 2-fache des Körpergewichts, was auf einen wirkt. Und man merkt dann tatsächlich, man wirkt richtig in diesen Sitz reingedrückt und kriegt mal so einen Ansatz von der Vorstellung, was Kampfpiloten da aushalten müssen, wenn die dann irgendwie Richtung 6, 7 oder 8G aushalten müssen. Das ist dann nochmal eine ganz andere. Das kann der Simulator logischerweise nicht gut simulieren, aber eben das gesamte Feeling, was ich hier beim Flug habe, kommt sehr gut rüber. Hier sehen wir übrigens jetzt mal, wie die Klappen fahren. Bis zu 30 Grad fahren wir die aus. Das bringt also zum einen den Geschwindigkeitsabbau, zum anderen ein bisschen mehr Auftrieb, dass wir also langsamer anfliegen können. Ja, und was auch natürlich ein Unterschied ist, ist hier zum Beispiel die Steuerung selber. In der Cessna beispielsweise ist das Steuerhorn, hat einen viel längeren Weg. Beim Höhenruder kann ich viel feiner auch letztendlich bedienen, muss ich auch sehr fein bedienen, um den Abfangbogen sauber zu machen. Das ist natürlich mit so einem Joke, den man jetzt als Controller am Simulator hat, nicht so darstellbar. Und tatsächlich ist auch das Gefühl jetzt auf den letzten Metern im Endanflug nicht wirklich 100% vergleichbar. Deswegen wird das auch nicht immer gern gesehen, mit einem Flugsimulator quasi Flugausbildung zu machen, parallel, weil man sich dann natürlich schnell auch was Falsches antrainieren kann. Also das muss man sehr dosiert einsetzen. Aber tatsächlich, man kriegt schon ein Gefühl dafür, was ein Abfangbogen ist und eben den Fehler, den ich hier vor allen Dingen am Anfang noch sehr oft gemacht habe, dass ich das Bugrad viel zu hart aufsetze, viel zu früh fallen lasse. Das sind Dinge, die auch so ein Simulator ziemlich gut darstellen kann. Ja, und da macht Übung den Meister und da braucht es auch 40, 50, 60 noch mehr Landungen, bis man dann letztendlich irgendwann komplett verstanden hat, was da abgeht und vor allen Dingen es dann auch umsetzen kann. Verstehen ist das eine, aber dann auch gegen angeborene Reflexe zu arbeiten, ist dann das andere. Ja, und jetzt sehen wir hier nochmal das Abrollen links oben im Flugsimulator. Da rollen wir tatsächlich die Piste noch entlang. Und hier ist es noch eine Aufnahme, wo wir dann mit der Cessna in Real parallel dazu auf dem Taxiway gerollt sind. Man sieht schon, diese ganzen Gebäude, die es da gibt, die sind schon sehr cool nachgebildet.
Ja, man findet sich eigentlich sowohl im Simulator wie auch auf dem echten Rollfeld sofort wieder und fühlt sich da ziemlich zu Hause. So, also ist jetzt nicht ganz synchron, wir rollen hier auf zwei verschiedenen Wegen ab. Mit der echten Maschine rollen wir hier etwas früher ab, direkt auf den Hangar zu. Mit der Simulationsmaschine sozusagen rollen wir jetzt von Nordosten rein. Man sieht den Tower. Alles nicht perfekt nachgebildet, aber hey, es ist eine Simulation. Ein Spiel darf man da auch eigentlich nicht mehr zu sagen. Immer noch mit der Maschine aus, stellen die Nase in den Wind und fahren Funkgeräte, Systeme runter. Gemisch wird abgemagert, damit der Motor abstirbt, die Zündung ausgeschaltet und so weiter. Die ganzen Handgriffe kann man sehr schön auch im Simulator trainieren, weil man dazu auch Checklisten benutzen soll und muss, damit man nichts vergisst und alles in der richtigen Reihenfolge macht. Also von da aus alles wie in echt. Ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne auch mal einen Termin im Showroom machen und den Simulator selber fliegen. Und ja, dann können wir ein bisschen fachsimpeln übers Fliegen und über Simulatoren. Also bis dann.